Grüß Gott aus Brand Village, der Stadt der Marken, der Markenrechte und der Domains. Alle, die mich schon seit längerer Zeit verfolgen, wobei verfolgen hier positiv gemeint ist und nicht im Bereich des Stalkens, also alle, die so ein bisschen beobachten, was macht denn der Markenmakler so eigentlich? Wo geht's denn hin? Was plant er denn jetzt wieder und so weiter? Für alle diejenigen habe ich einige Neuigkeiten oder sogar Frage ans Netzwerk. Und zwar, das Thema Marke lässt sich ja zwar nicht beliebig, aber doch weiterentwickeln. Und heute möchte ich gerne mal eure Meinung wissen zu drei neuen Produkten. Und schreibt mir das bitte in die Kommentare, damit ich einen Überblick bekommen kann, was euch interessiert und was wir vielleicht als nächstes machen sollen, können oder müssen. Die Handelsplattform für Markenrechte, die ihr kennt, brandvillage.com, die ist ja der erste Baustein, sage ich mal. Das ist ja so der zentrale Mittelpunkt. So, und jetzt kam die Idee, dass man vielleicht für Markeninhaber, das müssen nicht zwingend die sein, die auf unserer Plattform sind, sondern jeder, der eine Marke hat, einen exklusiven Club kreiert. Aber nicht des Clubs wegen, weil Clubs gibt es ja eine Menge, aber einen doch exklusiven Markenclub dahingehend, dass sich Markeninhaber zu diesen Themen, die Markeninhaber eben beschäftigen, zum Markenaufbau, der Markenführung, des Markenimages, der Markenbewertung, was auch immer, also dass sich diese Markeninhaber mal gezielt in der eigenen Community austauschen. Diesen Markenclub würden wir dann auch mit Vorträgen bespaßen, im Sinne von Spezialisten aus genau den Bereichen, die ich gerade angesprochen habe, würden dann regelmäßig Vorträge halten. Und natürlich sollen die Markeninhaber sich über Probleme oder über Lösungen, die sie haben mit ihrer Marke, mit anderen Markeninhabern auf Augenhöhe austauschen. Also ein Netzwerk quasi, nur für Markeninhaber. Das ist die eine Variante. Die zweite Variante ist die Idee einer Stiftung für ältere, historisch gewachsene Marken. Es ist ja so, dass Marken immer mal wieder weiterverkauft werden, übernommen werden oder sie werden nicht verlängert und dann sind sie weg. Die verschwinden einfach. Ich sag mal ein Beispiel. Es gab früher die Marke Horten, das ist quasi der Vorläufer von Galeria Kaufhof gewesen. Und die Marke Horten hat über 100 Jahre Tradition. Die wurde aber von Galeria Kaufhof nicht mehr verlängert. Und Horten ist tatsächlich ausgelaufen und vom Markt verschwunden. Horten hat aber über 100 Jahre die Innenstädte geprägt. Es gab sogar Kaufhäuser, die eine spezielle Form hatten. Und dort haben Generationen von Frauen wäre jetzt wieder vielleicht ein bisschen sexistisch oder Zielgruppe benachteiligend gesprochen. Aber es gab natürlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dort ein ganzes Firmenleben lang, 35 Jahre bei Horten gearbeitet haben. Die gab es tatsächlich. Die Marke ist verschwunden. Die hätte man prima in eine sogenannte Markenstiftung übernehmen können und am Leben erhalten können für die Nachwelt. Weiteres Beispiel. Es gab früher die Marke Mannesmann Mobilfunk. Also alle, die in meinem Alter sind, die kennen Mannesmann Mobilfunk. Das war damals die Zweinetz, meine ich jedenfalls. Die Marke ist verschwunden. So, und so gibt es viele andere Marken, die leider verschwunden sind, die man aber deutlich am Leben hätte erhalten können für die Nachwelt. Quasi ein Markenmuseum, aber kein Markenmuseum im Sinne von ich gehe da hin und schaue mir die an, sondern im Rahmen einer Markenstiftung. So, vielleicht interessant, dann schreibt mir das, wie gesagt, in die Kommentare. Und zu guter Letzt, und daran sieht man, wie kreativ wir hier sind, oder ich als treibende Kraft, die digitale Welt marschiert ja immer wieder nach vorne. Ihr kennt alle das Thema Bitcoin, ihr kennt die Blockchain und das Metaversum und was sich so alles da in der digitalen Welt so umtreibt und antreibt. Und jetzt ist die Idee entstanden, ob man nicht aus Markenurkunden, also aus den Zertifikaten des Markenamtes, sogenannte NFTs machen soll, also Digitalisierung von Markenrechten.
um die dann auch mit Kryptowährungen zu kaufen, zu handeln, zu schieben, wie auch immer. Natürlich muss dann immer sichergestellt sein, das, was in der virtuellen Welt passiert, dass das auch in der realen Welt tatsächlich dann auch nachgetragen, umgetragen wird. Also wer seine digitalisierte Marke als NFT weiterverkauft über eine Wallet und dafür Geld in Ethereum bekommt, der sollte dann auch dafür sorgen, und es muss sichergestellt sein, dass auch der Markeninhaber in der realen Welt umgetragen wird. Wie immer das auch funktionieren soll, ist eine Projektaufgabe, eine Projektidee. So, ihr seht also, es gibt rund um Marken viele spannende Themen. Vielleicht habt ihr ja auch selber ein Thema. Gerne höre ich mir das an. Vielleicht können wir es zusammen umsetzen und realisieren. Schreibt mir unter das Video oder schreibt mich direkt an. Das könnt ihr halten, wie ihr möchtet. Wichtig ist, ich möchte mal eine Stimmung hören, eine Tendenz, weil eines dieser drei Themen werden wir machen. Das ist schon ganz klar. Und die Vorbereitungen dazu laufen tatsächlich auch. Es haben Gespräche bereits stattgefunden. Und dann ist einfach nur die Frage, welches Projekt ziehen wir vielleicht vor, damit wir nicht an der Zielgruppe vorbei entwickeln. Ja, deswegen interessiert mich das, was sollten wir als nächstes in Angriff nehmen? Ja, dann seid ihr jetzt einfach dran. Für mich war es das schon an dieser Seite. Abonniert hier unten noch schnell meinen Kanal, drückt auf Abonnieren, wenn ihr neu seid. Ansonsten, ihr kennt meine Videos, wir haben eine gute Playlist hier über verschiedene Themen. Und dann freue ich mich, wenn ihr auch morgen wieder bei meinem neuesten Video rund um Marke mit dabei seid. Also, sagt mir, was ihr wollt oder was ihr zuerst wollt. Ich freue mich schon drauf auf eure Reaktionen. Bis denne, Servus!